Dann probieren wir es einfach mal aus, indem wir hier ein Sandgeschäft oder sowas starten. Oh ja, Sand ist tatsächlich ganz gut in der Nachfrage. 168%. Ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Dann würde ich erstmal hier vielleicht einen Sandsammler bauen irgendwo. Hat der irgendeine Voraussetzung, der Sandsammler? Braucht der irgendwas? Um Sandeinheiten an der aus Küstenfeldern an Wasserkörpern auf der Karte zu sammeln. Okay. Also den könnte ich jetzt nicht hier. Doch, ich könnte ihn auch hier mitten aufs Land bauen. Aber das machen wir erstmal nicht, weil das wahrscheinlich nicht klug ist. Sondern wir bauen das Teil hier ein bisschen mehr ans Wasser. Ich weiß nicht, wie nah das sein muss. Also machen wir erstmal so. Und dann machen wir so. Und dann kommen da ein paar Sammler hinzu. Müssen die aufs Wasser oder? So geht nicht. What? Muss auf Küstenfelder platziert werden. Okay, also zählt das nicht als Küstenfeld. Würde nur das hier als Küstenfeld zählen, weil das. Okay, wahrscheinlich. Ach so, weil das der Rand der Map. Oh, okay. Oh, ich dachte, das hier wäre auch ein Wassergebiet, aber das ist der Rand der Map. Upsi. Ich kann die nicht zufälligerweise umsetzen, oder? Nein. Hey, dann. Das hat nie existiert. Suchen wir uns vielleicht einen Ort, der etwas näher an der Küste ist. Welcher auch immer der das wäre. Ich würde nämlich gerne, ne, das Geschäft mit Sand, das kriegen wir doch hin. Aber ihr seid alle nicht so nah. Das hier geht, glaube ich, sogar noch am ehesten hier. Die Frage ist, euer Baumarkt. Moment, euer Baumarkt. Wie sieht denn da die Nachfrage nach? Okay, die ist trotzdem nicht schlecht. Vielleicht nicht so geil, wie ich es gern gehabt hätte, aber schon nicht schlecht. Oh, Moment, wir brauchen ja erst eine Baugenehmigung. Das bedeutet. Es scheint, als könntest du keinen davon platzieren, da. Bevor du ein paar Produkte im Tech-Baum erforscht hast, wenn du zum Beispiel eine Nutztierfarm platzieren möchtest, musst du zuerst ein Tier freischalten. Nur Rohsammler können frei ohne Technologie platziert werden. Okay. Okay, bei Fabriken und so weiter gilt das gleiche jeweils. Terraforming, duplizieren, okay. Okay, scheinbar können wir dann Lagerhäuser, okay. Kannst du automatisch von Produkten zu allen Gebäuden in einem Umkreis verteilen. Versuche Produktionsgebäude überall zu platzieren, um maximal Effizienz zu erhalten. Aber ich kann dann zum Beispiel hier für euch gar nicht hier bauen, weil ich bräuchte hier eine Baugenehmigung. Und die wiederum kriege ich halt nur, wenn ich. Sekunde, wo sind wir? Wenn ich hier halt einen Hauptsitz irgendwo habe. Von hier aus kannst du Kredite verwalten. Du kannst auch das Aussehen deines Hauptsitzes verändern, sodass du, sobald du mehr Technologien freigeschaltet hast, kann ich auch irgendwie im Grunde Nebenhauptsitze auswählen. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann würde ich halt hier das Sandgeschäft starten. Ist halt ein bisschen blöd für uns, aber ich meine, ja, dann müssen wir halt die Distanz scheinbar zurücklegen. Ich kann wirklich nicht da hochgehen. Ja, okay. Alles, was hier auf der Seite ist, geht noch, aber alles, was da oben ist, geht nicht. So, dann gehen wir halt. Hier direkt ans Wasser.
und können dort dann jeweils unseren Stuff platzieren. Einmal hier ein bisschen Sand. Hier unten ein bisschen Sand. Und da nochmal ein bisschen Sand. Dann kriegen wir das schon ein bisschen verbunden hier. So. Hier direkt mit der Straße verbunden. Und hier mit der Straße verbunden. Und dann müsste der Stuff doch funktionieren. Wir haben 3 von 3 Sammlern. Und starten doch mal das Teil hier ein bisschen ein. Okay, das zählt dann jetzt auch als ein weiteres Gebäude. Also damit ist wirklich scheinbar nur gemeint, wir sollen für hier noch weitere Sachen produzieren. Könnten wir denn überhaupt in der Theorie irgendwo anders hin liefern? Wenn die Straße hier... Ich mache zwar einen sehr weirden Turn dort unten, aber in der Theorie geht die Straße hier bis dahin zu... wie auch immer ich das aussprechen soll. Zwiesler Waldhaus. Was sagt denn euer Baumarkt? Da wären wir doch schon fast interessiert dran. Ich glaube, ich kann aber zu euch nicht liefern, oder? Glaube ich zumindest. Sekunde. Machen wir da doch mal zu und gehen hier hin. Ziel wählen. Geht das denn? Und jetzt sage ich, würde gern an den Baumarkt hier verkaufen. Tatsache, das geht. Dann will ich als zweites Ziel den Baumarkt da oben erreichen. Sagen wir auch, dass wir da die Nachfrage so weit hinkriegen wollen. So, Moment, dann würde ich bei unserem Holzding gerne sagen, sorry, aber euch nehmen wir da einmal, nicht nur einmal, Moment. Euch nehmen wir zweimal raus, weil dann macht das ja mehr Sinn, dass wir hier unten irgendwo hin liefern. Oh, da ist bestimmt die Nachfrage auch okay. Holz ist da auch bei 168%. Okay, damit kann ich leben. Haben wir hier denn sonst noch irgendwas in der Gegend? Okay, nein, es sind einfach nur die zwei Dinger miteinander verbunden. Wo wäre denn... Obwohl, nee. Da unten geht es auch runter nach Hennen. Und hier geht es auch nach oben. Aber das ist sehr weit weg dann. Okay, dann würde ich vielleicht noch versuchen, hier unten nach Hennen zu liefern. Zumindest, genau, ihr habt einen Baumarkt. Und der will auch Holz. Auf jeden Fall will der Holz. So. Ja, dann wollen wir doch mal da auch ein bisschen Holz hinliefern. Und in der Theorie könnten wir natürlich auch von dort aus noch ein bisschen Sand dort hochliefern. Wird bestimmt nicht zu den nicesten Konditionen sein, beziehungsweise es wird halt sehr, sehr lange immer dauern, weil der Weg extrem weit ist. So. Aber es ist mal besser als gar nichts. Oh, nee, das wollen wir nicht. So, machen wir aber mal zu. Gut, damit hätten wir auch schon eine ganze Menge Stuff abgedeckt. Was könnten wir denn noch hier gut bringen? Was brauchen wir denn? Milch? Ja, das ist erstmal uns egal. Farbstoff, reines Wasser können wir hier nirgends irgendwie gebrauchen scheinbar. So, haben wir denn irgendwas noch Interessantes hier im Baumarkt? Wolle wäre ganz nice, aber das kriegen wir so nicht hin. Gut, den Obstgarten haben wir auch noch nicht.
Produzierten Plantagen, nope. Nutztierfarben, nope. Ich meine, wir könnten Kohle noch machen. Ne? Oder Erdgas. Weil ich glaube, Kohle würde sogar Sinn ergeben. Das ist auch schön übersetzt. No, no Kohle in this region. wir können es doch bestimmt irgendwo anzeigen lassen. Terraforming? Das ist nicht das, was ich wollte. Schichten? Effizienz anzeigen? Nein. Gebäudenamen? Rezeptbuch, Tagbaum, Produktionsübersicht, Budgetübersicht. Moment, wir können vielleicht mal beim Tagbaum reinschauen. Haben wir denn da schon irgendwas, was wir machen können? Oh, das wollte ich noch gar nicht. Wir haben gerade Stahl freigeschaltet, aus Versehen. dafür brauchen wir natürlich Kohle. Das ist sehr gut, dass wir noch keine Kohle haben. Was könnten wir uns denn vorstellen? Wasser haben wir schon, dann wäre es doch auch nicht schlecht, hier irgendwie Weizen oder sowas zu haben schon mal. Und vielleicht noch Beeren. Das Holz können wir Holzbretter machen, okay. Ah, okay, das dauert dann jetzt aber ein bisschen, bis das erforscht ist. Gut zu wissen. Aber damit haben wir hier jetzt schon mal einiges freigeschaltet. Und da auch Glasfabrik. So, das hier können wir zumachen. Und dann sind wir ein bisschen im Minus. Aber... ja, Tatsache, wegen Gebäudeunterhalt. Oh, das ist nicht gut. Aber viel zu hohe Ausgaben. Ist denn da so die Nachfrage? Die ist eigentlich immer noch relativ hoch. Okay, 99 Units available. 9 Units demanded. Okay, das da hat 6 Units produziert. Gebäudeunterhalt ist hier halt extrem groß. Oder ist das bei allen davon so? Hier ist der Gebäudeunterhalt deutlich geringer bei Sand. Und... ja gut, Kohle haben wir ja noch nicht. Wäre halt gut zu wissen, wo wir Kohle haben. Das wäre halt tatsächlich ganz gut zu wissen. Da haben wir nirgends Kohle. Ich vermute einfach mal, dass man das halbwegs erkennen kann, wenn man irgendwo Kohle hat. Okay, das hier wird wahrscheinlich dann Öl sein. Ob hier oben muss auch irgendwo Kohle geben. Kannst mir doch nicht erzählen, dass wir gar keine Kohle hier haben auf dem Gebiet, wo wir sind. Okay, wir haben scheinbar wirklich keine Kohle hier. Dann vielleicht Erdgas. Können wir die überhaupt überall hinbauen? Okay, wir sollten vielleicht erstmal schauen, dass wir Erdgas auch loskriegen irgendwo, wo wir das bauen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, da sieht es ja erstmal wahrscheinlich nicht so gut aus. Wo bekämen wir denn, obwohl doch Erdgas hätten wir hier. Die Nachfrage ist auch eigentlich ganz gut.
machen wir das doch mal. Und versuchen das hier so ein bisschen relativ mittig zu setzen. Oh, okay, nein. Nein, okay. Okay, er lässt ein Das-Teil nur überall hinbauen. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gut. Moment, kann ich mir... Das hier ist Öl, genau. Das habe ich mir vermutet. Okay, das hier ist gar nichts. Das hier ist Kupfer. Ja, das heißt, wir hätten hier oben theoretisch ein Kupfervorkommen. Ja, ne? Offshore-Bohrer. Aha. Okay. Interessant, interessant. Öl. Hätten wir denn irgendwo eine Verwendung für Öl? Weil da wissen wir, dass wir es haben. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich natürlich keine Nachfrage im Moment. Nee, nee, sieht nicht so gut aus. Nope. Nope, 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 nope. Okay, das heißt, wir müssen andere Basic-Ressourcen an den Start kriegen. Und das bedeutet wiederum, wir müssen uns um Wasser kümmern. So, das heißt, ne, bauen wir das Teil hier mal. Und zwar gerade mal hier hin. Und schließen das schnell mal an. Aber wir bräuchten ein paar Wassersammler. So. Dann die beiden kurz miteinander verbinden und dann hier anschließen. So, damit hätten wir in der Theorie schon mal Wasser. Gucken wir nochmal hier in den Techbaum rein. Was haben wir denn da freigeschaltet? Weizen und Beeren. Die wahrscheinlich genau beide in... Ah ne, eins ist Plantage, eins ist Feldfruchtfarm. Okay. Farmen produzieren entweder Nutztiere oder Farmerzeugnisse, die in Fabriken oder anderen Farmen genutzt werden können. Sie verwenden Felder, die Produkte produzieren, die automatisch von der Farm hergestellt werden. Die Frage ist, kann ich mir da eine Effizienz anzeigen lassen? Gesamtüberblick? Okay, nope, das brauchen wir gerade nicht. Effizienz anzeigen. Okay, es ist gar nicht so schlecht. Luftverschmutzung ist auch bisher noch null im Grunde. Gut, dann würde ich, wenn das ja scheinbar doch so problemlos geht, in eine Farm relativ weit nach unten bauen. So ein bisschen zwischen allem. Felder. Gut, die sind egal, wie rum wir die platzieren scheinbar. Da hätten wir schon mal mindestens drei Stück. Die Weizen produzieren. Und für Weizen finden wir doch gerade mal schnell hier ein bisschen Abnehmer. Also es ist zwar nur 140%, aber ne, irgendwo müssen wir halt anfangen. So, da hinten einmal für den Bauernmarkt. Erzählt mir nicht, dass euer Bauernmarkt kein Weizen will.
Euer Bauernmarkt will kein Weizen. Das darf doch nicht wahr sein. Warum? Wie sieht's bei euch aus? Ihr seid nicht so insane. Dankeschön. Bei euch bekämpfen wir sogar Weizen und Beeren los. Jetzt könnten wir natürlich noch schauen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Okay, euer Bauernmarkt will das noch nicht mal. Von mir aus nicht mal ein Problem. Aber ihr würdet auch wieder Beeren nehmen. Gut zu wissen. So, momentan machen wir allerdings Minus. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Warum machen wir so viel Minus? Die Sendekosten sind halt sehr hoch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Problem. Der Gebäudeunterhalt, warum ist der Gebäudeunterhalt auch so hoch? Eine Eingabe, was? Aber so. Da kann ich im Grunde nichts zu sagen. Das macht der wahrscheinlich dann einfach automatisch. Jetzt müsstet ihr dann aber auch Wasser kriegen, ne? Hallo? Ihr müsstet Wasser bekommen. Was ist mit unseren Wassertrucks? Doch, die fahren da rein. So, im Moment machen wir die mal geradezu. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es keinen Sinn ergibt für uns, Sachen so weit weg hinzuliefern. Weil die Entfernung einfach viel zu weit ist. Oh, nein. Alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Moment, machen wir mal den hier. Oder? Oder macht es doch Sinn? Ich mache euch mal aus. Aus reinem Interesse, weil Halle ist halt ja direkt um die Ecke von uns da. So, beim Sandsammler würde ich tatsächlich auch mal zumindest Hennen ausmachen. Der andere Stuff ist ja wenigstens ziemlich nah. Egal. Gucken wir erstmal ein bisschen weiter. So, da wir jetzt wissen, was wir bauen müssen, können wir unsere kostenlosen Technologien verwenden, um Produkte freizuschalten, die unsere Siedlung erfordert. Da das Recherchieren eine Menge Zeit und Geld in Anspruch nimmt, recherchieren wir die Dinge jetzt, damit sie bereit sind, wenn wir sie brauchen. Okay, das haben wir schon gemacht. Wir sind dabei, Sachen hier im Tech-Baum zu entwickeln. Wir sind auch ja, fast fertig mit einer weiteren. Beginnen mit dem Forschungszugterminal und dem Luftwäscher. Dem Luftwäscher. Was ist denn ein Luftwäscher? Ein Luftreiniger, aber wir sind doch noch ganz am Anfang des Industriezeitalters hier scheinbar. Sehe, dass wir den jetzt schon brauchen, bevor wir irgendwie... Wissen, wie man eine Fabrik baut? Moment, das andere war Zug. Zugterminal. Das ist tatsächlich wahrscheinlich sehr wichtig. Oh Gott, ich glaube, wir tun uns gerade sehr schwer, unsere Verluste
hier einzudämmen, obwohl der größte Teil davon sind unsere Ausgaben hier für Forschung. Wir machen diesen Monat im Grunde nur wegen der Forschung Minus. Aber gucken wir mal, dass wir vielleicht hier noch eine Plantage bauen. Vielleicht ein bisschen weiter oben. Hier irgendwie. So, Moment. Auch da würden ein paar Felder wahrscheinlich nicht wehtun. Ja, können wir auch. Ja, obwohl das sieht hässlich aus, das will ich nicht. Machen wir das halt so. Und ihr braucht auch Wasser, ne? Kriegen wir hin. Wasser ist tatsächlich ganz in der Nähe. So. Schauen wir mal, ob wir uns aus der Kacke hier wieder rauskriegen, irgendwie. Und unsere Ziele wiederum sind. Nicht Halle. Oh Gott, das ist schon weit weg. Was? Euer Bauen. Nein, ihr wolltet nur Trauben. Verdammt. Nein. Nein, ich habe mich verschätzt. Ah, nee, ich muss da liefern. Und das ist halt scheiße teuer. Nicht gut. Nicht gut. Oder ich lief halt dahin. Boah, ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch noch nicht mal so ein krasser Unterschied, ne? Das hätte ich halt fast auch so machen können.